Faszination Windenergietechnologie hautnah erleben. Mein Gott, oh, das ist ja unvorstellbar. Wir werden noch an weiteren Tagen in verschiedene Gemeinden weiterziehen. Wir machen sozusagen jetzt Windrad-Hopping, um euch nochmal diese Faszination Windenergie nahezubringen. Wir haben ganz viele verschiedene Politiker nochmal eingeladen und freuen uns, dass sie unserer Einladung gefolgt sind, das Thema einfach mal zu erleben. Die Technologie in der Gondel zu sehen, aber dann auch der Ausblick, was bedeutet es für das Landschaftsbild, für die Menschen. Mein Name ist Guido Ruhland, ich bin Geschäftsführer der BMR. Wir befinden uns hier im Windpark Jüchen. Hier können wir exemplarisch zeigen, wie die Energiewende funktioniert. Wir befinden uns auf einem rekultivierten Areal des Tagebaus Garzweiler. Im Windpark Jüchen haben wir 4 Anlagen errichtet mit unserem Projektpartner RWE gemeinsam. Wir produzieren Strom mit Anlagen von 3,4 MW Nennleistung für ca. 10.000 Haushalte. Heute haben wir wieder Landtagsabgeordnete zu Gast, die sich mal ein Bild von der Windenergie machen wollen. Und wir wollen sie davon überzeugen, in NRW mehr Windenergie möglich zu machen, die Energiewende voranzutreiben. Wenn ich genau da hinten rüber schaue, da sehe ich halt den Tagebau. Ich bin ja hier in Grevenbruch-Kapellen aufgewachsen, habe das als Kind natürlich auch immer mitgekriegt. Und wenn dann auch durch die Braunkohle irgendwo die Autos verdreckt waren und alles. Also wir brauchen halt erneuerbare und alternative Energiequellen. Wir müssen Geld in die Forschung stecken, um da weiterzukommen. Wir haben uns nach Fukushima entschieden, diese Energiewende zu machen. Auch als Beispiel für die ganze Welt, dass es geht. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Forschung das machen kann. Wir sind hier auch bei einem Braunkohletageabbau und da kann man sehr schön sehen, was die alte Energiewelt ist und was die neue Energiewelt ist. Der Klimawandel ist auch in Nordrhein-Westfalen greifbar, sichtbar, erlebbar. Gestern eine interessante Veranstaltung im Sauerland gehabt, wo viele Bäume bereits weggestorben sind aufgrund der Trockenheit. Das heißt, wir haben ganz hohen Handlungsbedarf hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Unglaublich schön, da oben zu sein. Bei dem Wetter, blauer Himmel, das Gezwitscher hier unten hören wir von den Vögeln. Das ist einfach so friedlich, in alle Richtungen zu gucken. Und wenn wir uns dann dieses dreckige Braunkohleloch dort anschauen, im Vergleich zu diesen friedlichen Windenergieanlagen. Also ich bin davon überzeugt, wir brauchen deutlich mehr Windenergieanlagen. Wir brauchen einen deutlich größeren Energiemix in Deutschland. Und wir müssen alles Mögliche dafür tun, um in Forschung zu investieren, damit wir hier viele Schritte nach vorne kommen. Ich habe die Gelegenheit gerne genutzt, das heute hier mal live zu sehen und mal auch Fragen zu stellen, wie das funktioniert mit Schattenwurf, wie die Technik dahinter ist, um das zu gewährleisten, dass das eben nicht die Anwohner stört und welche weiteren technischen Schutzvorrichtungen auch in diesen Windrädern vorhanden ist. Ich habe jetzt jedenfalls einen besseren Einblick noch in das Thema Windenergie bekommen. Bin nach wie vor der Überzeugung, wir brauchen die Windenergie als wichtigen Bestandteil auf dem Weg zur Klima- und Energiewende. Ja, ich durfte mich gerade intensiv austauschen, hier oben live auf einem Windrad, unter anderem auch über die Arbeitsplätze, die mit der Windkraftindustrie zusammenhängen. Ich war selber überrascht, wie viele verschiedenste Arbeitsplätze es doch gibt in diesem Bereich und muss sagen, wenn ich mir anschaue hier über die Landschaft, wir haben noch viele Flecken, wo Windkraft möglich ist. Und wo Windkraft, das zeigen die Ereignisse in der Ukraine, wo Windkraft auch nötig ist. Von innen ist doch mehr Technik, als man denkt. Diese Technik dient aber nicht nur der Energiegewinnung an sich, sondern sie dient auch Mensch und Natur, indem beispielsweise die Rotorblätter so gedreht werden, dass sie weniger an Geräuschen produzieren. Indem das Leuchtfeuer ein- und ausgeschaltet wird zu bestimmten Zeiten, damit die Belastung und die Belästigung für die Anlieger sich in Grenzen hält. Und es gibt sogar, das ist bei dieser Anlage jetzt nicht der Fall, es gibt Stillstandszeiten für Fledermäuse. Alles das wird oben per Technik geregelt. Und wir müssen jetzt halt sehen, dass wir einerseits die Akzeptanz in der Gesellschaft nicht verlieren, sondern diese noch weiter steigern, damit wir
im Planungsrecht schneller vorankommen und Windräder dann auch schneller genehmigen können, damit wir endlich unabhängig werden in unserer Energieversorgung. Ja, hier kann man deutlich die Schwierigkeiten sehen, die wir mit dem Naturschutz haben. Es steht quasi ein Projekt, das wir direkt besichtigen können, nebenan, das gerade einen Baustopp hat wegen der angeblichen Gefahr durch das Projekt für den Bonell-Regenpfeifer. Und das zeigt auch wieder diese absurde Energiewendepolitik des NABU, die wir ja auch schon deutlich zum Ausdruck gebracht haben und kritisiert haben in der Vergangenheit. Und heute können wir es erleben, wie durch den NABU die Energiewende ganz konkret blockiert wird. Anfang 2017 jetzt 13 Millionen im Westbrach liegen. Sie sehen es hier, zwei Türme, eine Anlage, die sofort angestellt werden könnte. Wo die Hügel sind, sind immer weitere Fundamente im Boden drin, 6 weitere Fundamente insgesamt. 11 Anlagen, die über 1 Milliarde Kilowattstunden sauberen Strom hätten schon erzeugen können bis dato. Volkswirtschaftlich eine Riesenkatastrophe. Aber der NABU brüstet sich doch sogar noch mit dieser Klage auf der eigenen Internetseite. Bin sehr angetan von den Dingen, die ich habe hier sehen können. Hier findet Ausbau statt mit Akzeptanz. Ich habe aber auch erfahren, dass wir im Bereich von Planung und Genehmigung schneller werden müssen, um weitere Windkraftanlagen hier auch entstehen lassen zu können. Wir müssen in diesem Bereich insgesamt besser und schneller werden und auf diesen Weg werden wir uns begeben. Da ist Minden, siehst du das? Ach, der immerhin, man sieht das Denkmal, ne? Ja, du siehst das Denkmal, so der Porte. Ja. Du siehst das Denkmal, der Porte. Guck mal, verrückt. Da hast du ein bisschen ausgestochen, ganz genau. Erstmal ist man überwältigt, ne? Wenn man das nicht so oft macht. Also ich bin jetzt das zweite Mal oben, aber ist jetzt auch schon relativ lange her. Es fühlt sich ganz gut an, für mich zumindest, doch eine Hand an der Anlage zu haben. Ne? Ich segel ja ganz gerne, also eine Hand am Boot, das kenne ich da auch, darum passt das ganz gut. Und wir haben ja einfach einen grandiosen Tag erwischt. Also wir haben eine super tolle Sicht, tolles Wetter. Wenn man einmal oben ist, man möchte gar nicht wieder runtergehen, man kann sich gar nicht losreißen von diesem Blick und diesen Rapsfeldern. Wir haben bis zur Porta Westfalica schauen können und man lebt in einem so wunderschönen Land und da oben sieht man es erst richtig. Und ja, ich bin total glücklich und überwältigt und wenn ich könnte, würde ich sofort wieder hochfahren. Ja, wir sind am Abschluss unserer Veranstaltungsreihe Windenergie hautnah erfahren auf der Anlage. Wir haben viele Politikerinnen und Politiker oben auf den Anlagen gehabt. Die Reaktion war immer die gleiche. Sie waren begeistert, diese wirklich hochtechnologische Meisterleistung auch wirklich mal zu erfahren, auf den Anlagen oben über die Landschaft zu schauen. Und wir freuen uns über den Zuspruch, und zwar von allen Parteien, für die Energiewende, für den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Wahl wird spannend. Ab Tag 1 nach der Wahl geht es darum, einen guten Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen zu schließen, für die erneuerbaren Energien, dass wir das als kraftvolles Zeichen setzen, dass Nordrhein-Westfalen das Energieland Nummer 1 bleibt. Und von daher drücken wir jetzt allen Kandidatinnen und Kandidaten die Daumen. Und dann hoffen wir, dass sie danach auch ein bisschen zur Ruhe kommen, bevor es dann mit Volldampf für die Energiewende weitergeht.